Das erste Testspiel des Südtiroler Europeada-Teams im Hinblick auf die Europameisterschaft der Sprachminderheiten Mitte Juni findet in Rung statt. Die Mannschaft von Manni Filgrater und Thomas Bifrada trifft auf dem FC Südtirol, der sein letztes Saisonspiel bestreitet. Die Europeada-Auswahl im roten Trikot muss auf den angeschlagenen Hannes Steger verzichten, sowie auf die Spieler von St. Georgen, die ja noch um den Aufstieg in die Serie D kämpfen. Beim FC Südtirol stehen gleich 4 einheimische Spieler in der Startelf: Gabriel Brucker, Fabian Deit, Michael Chia und Kapitän Hannes Fink. Und die Profis starten gleich wie die Feuerwehr und gehen schon in der zweiten Minute in Führung. Der Montaner Chia verwertet eine Flanke von Lorenzo Melchiori zum 1:0. Gut gemacht von Michael Chia, keine Abwehrmöglichkeit für Torhüter Daniel Kanaider. Die Nummer 1 von Bozrev C steht in der ersten Hälfte im Kasten der Auswahl, soll dann nach 45 Minuten von Patrick Psenner, dem Schlussmann von Arntal, ersetzt werden. Gleich darauf versucht es Michael Chia auch mit einem Freistoß aus rund 20 Metern, doch der Ball geht über die Querlatte. Nach einer Viertelstunde meldet sich auch die Südtirol-Auswahl erstmals im Sturm. Martin Pichler vom SV Tramin zieht ab. Der erst 15-jährige FCS-Torhüter Alessandro Gaula wehrt kurz ab und Lukas Hofer staubt ab. Aber dieser Treffer zählt nicht, da der Virtus-Stürmer in Abseits stand. Schiedsrichter Di Biasi pfeift gleich ab. Es bleibt also beim 1:0 für den FCS. Und der könnte gleich darauf nach diesem herrlichen Pass auf Ettore Glotzi auch das zweite Tor schießen. Doch der Stürmer scheitert an Torhüter Kanaider. Glotzi gewinnt das Laufduell gegen Lukas Eichner, kommt aber am Auswahlkeeper nicht vorbei. Dann der Freistoß von Kapitän Hannes Fink, millimetergenau getreten auf den Kopf von Gabriel Brucker. Und hier übertrifft sich Kanaider und klärt diese gefährliche Situation. Noch einmal die beiden einheimischen Profis, Fink und Brucker, und die Glanzparade von Kanaider. In der 24. Minute tankt sich Chia durch die Abwehr der Südtirol-Auswahl, schaltet den Turbo, lässt den Psyra El Mahalla stehen und passt auf den Freistehenden Ettore Glotzi, der keine Mühe hat, auf 2:0 zu erhöhen. Das Tor wird Glotzi gut geschrieben, den größten Anteil an diesem Treffer hat aber wohl Michael Chia. Der FC Südtirol bleibt dann weiter am Drücker. Eine halbe Stunde ist gespielt. Melchiori passt auf Alberto Spagnoli. Kanaider wehrt den Schuss des Mittelstürmers ab. Dann versucht es auch noch Ettore Glotzi. Aber wieder ist bei Kanaider Endstation. Der Kadauner Torhüter hält hier die Auswahl mit seinen Paraden im Spiel. Kurz vor Ende der ersten Hälfte dann dieses Foul im Strafraum von Gabriel Brucker an Lukas Hofer. Das ist ein klarer Elfmeter und den führt der Naturnser Matthias Bacher aus. Aber Alessandro Gaula reagiert hervorragend und wehrt den Schuss des Finchker Stürmers ab. Beim Nachschuss vom SSV Brixen-Verteidiger Manuel Brusliner ist er dann aber chancenlos. Die Auswahl verkürzt auf 1:2 und macht dieses Match wieder spannend. Vor dem Pausentee könnte Spagnoli wieder den 2-Tore-Vorsprung herstellen. Nach einem Pass von Chia ist er plötzlich ganz frei vor Kanaider. Bei dem gibt es aber heute kein Vorbeikommen. Und so endet die erste Halbzeit mit der knappen 2:1-Führung für den FC Südtirol. Die zweite Hälfte beginnt mit diesem Freistoß von Peter Meyer, der knapp übers Tor hinausgeht. Auf der Gegenseite spielt Andrea Bandini im Strafraum den eingewechselten Gabriele Tessaro frei. Aber auch Patrick Psenner zeigt, dass er ein starker Schlussmann ist. Südtirol will jetzt den Sack endgültig zumachen. Michael Chia, nach der Auswechslung von Fink, der neue Kapitän beim FCS, vergibt aber kläglich diese Chance. Da trifft er den Ball nicht richtig und verzieht. Chia hat nur 2 Minuten danach die nächste Riesenmöglichkeit. Bertani mit dem Pass auf den Montaner Stürmer. Der präsentiert sich ganz frei vor Psenner. Der 29-jährige Santin Daufos gewinnt aber auch dieses Duell. In der 62. Minute muss Psenner einen Schuss von Glotzi abwehren, doch Gabriele Tessaro steht goldrichtig und netzt zum 3:1 ein. Der 2-Tore-Vorsprung ist also wieder hergestellt, aber es dauert gerade mal 8 Minuten. Chia spielt Erich Gasco an, der verliert das Leder an Matthias Bacher. Der Naturzer Kapitän startet zum Konter, wie immer blitzschnell, und bleibt auch vor Kaula eiskalt. Der Anschlusstreffer zum 2:3. Immer brandgefährlich dieser Matthias Bacher, der sich dieses Tor wirklich verdient hat. 10 Minuten vor Spielende, der Fehler in der Abwehr von Simon Greif. Das kann man sich natürlich gegen eine Profimannschaft nicht leisten. Luca Bertani bedankt sich und stellt auf 4:2. Greif zögert zu lange. Bertani greift ihn sofort an und bezwingt dann Psenner. Der Arntaler Schlussmann muss sich anschließend noch einmal auszeichnen. Glotzi zu Spagnoli und Psenner mit einer weiteren Glanzparade verhindert hier den 5. Treffer der Hausherren. Echt gut diese Einlage von Patrick Psenner.
Den Schlusspunkt in diesem torreichen Spiel setzt schließlich in der 90. Spielminute der eingewechselte Massimiliano Tagliani. Nach einem Freistoß vom Pifrada klärt er zunächst im Strafraum, doch genau auf Stefan Rellich. Der köpfelt wieder in die Mitte und diesmal landet der Ball im eigenen Tor zum 3:4 Endstand. Trotz der Niederlage ein gelungener Test für die Europäer-Auswahl, die in dieser Form bei der EM sicher zu den Top-Favoriten zählt. Für die Profis von FC Südtirol endet hier hingegen die Saison. Sie dürfen ja an der Europäer nicht teilnehmen, auch wenn sie gerne dabei wären.